So, Michel. Jean-Michel de Greuf, einer meiner Freunde. Ja. Michel, du bist ja bei jedem Auswärtsspiel, sowieso beim Heimspiel, bist du eh immer im Waldstadion. Als Edelfan würde ich mal sagen, vom VfB 1900 Gießen seit ewigen Jahren. Fährst du immer wieder auswärts mit. Wie hast du heute als Fan das Spiel hier beim TuS Dithkirchen, was ein ganz schweres Spiel war für den VfB Gießen, ja, auch von der Konstellation her, wie hast du das von außen gesehen? Was ist mal deine Einschätzung? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Spiele fing ein bisschen schleppend an, so ein Abtasten auf allen beiden Seiten. Also ich bin nicht der große Fußballanalytiker, aber ich würde sagen, mit leichten Feldvorteilen die erste Halbzeit für uns. Und dann ist ja dann auch irgendwann das 1-0 gefallen. Und da wurde es halt nochmal durch den Anschlusstreffer wurde es nochmal richtig spannend. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt noch eins fangen, dann geht das Spiel wieder 1-1 aus. Und das kann nicht sein. Ich war dann umso überraschter, und dass wir nochmal einen Hebel umlegen konnten und die letzten, glaube ich, 8 oder 9 Minuten dann nochmal 2 Tore gemacht haben. Und im Endeffekt, denke ich, total verdient, weil wir über das ganze Spiel gesehen haben, die besseren Chancen gehabt haben und überhaupt. Ja. Stefan, herzlichen Glückwunsch zum heutigen Sieg. 3-1 bei Dithkirchen. Eine Mannschaft, die even war, sage ich jetzt mal, gleiche Punktzahl. Es war ein Spiel mehr. War ein hartes Spiel, oder? Also vom Verlauf her und einfach wie es über die 90 Minuten halt war, relativ schwer heute, oder? Ja, jedes Fußballspiel ist schwer. Wir hatten halt auch unglaubliches Verletzungspech heute. Erst muss Gino Pason raus, dafür bringen wir dann Max Mohr in die Zentrale und der verletzt sich dann auch. Da waren wir dann ja schon ein Stück weit gehandicapt, aber dann kam der Ögan Nölzen rein und hat seine Sache sehr gut gemacht, hat die Mannschaft und sich selbst dann auch noch mit einem Tor belohnt. Aber generell muss ich sagen, dass die Mannschaft hier heute ein super Spiel abgeliefert hat, dass über 90 Minuten die bessere Mannschaft war, dass wir viel mehr Torchancen hatten, als wir dem Gegner zugelassen haben und dass wir dann nach dem 1-0 oder nach der 1-0-Führung durch einen Sonntagsschuss den Ausgleich hinnehmen mussten. Das war schon hart für die Jungs, aber dann 8 Minuten, 10 Minuten vor Schluss haben sie weiter auf Offensive, voll auf 3 Punkte gespielt, hatten eine große Handlungsschnelligkeit, insbesondere Rasiewski, und haben sich dann hier mit 3 Punkten und mit einem 3-1 Auswärtssieg belohnt. Und das ist wirklich schön, das freut mich unheimlich für die Jungs, dass sie heute für den großen Aufwand, den sie betrieben haben, sich in der Form von 3 Punkten und einem Auswärtssieg in Dithkirchen, übrigens der erste hier, belohnt haben. Ganz tolle Sache. Danke.